Juni 2016, München, Olympia-Einkaufszentrum. Der 18-jährige David Zonbuli erschießt 9 Menschen, bevor er sich selbst das Leben nimmt. Aus heutiger Sicht fast eine Blaupause für den Täter Stefan B. in Halle, 3 Jahre später. Beide Täter radikalisieren sich auf ähnlichen Internetforen, benutzen exakt dieselben menschenverachtenden Begriffe und waren rechtsextrem. Die Ermittlungen in München ergaben zahlreiche Anhaltspunkte für ein rechtsextremes Motiv hinter der Tat. Zonbuli war stolz, am gleichen Tag wie Hitler geboren zu sein. Auf seinem Rechner hinterließ er eine Art Manifest mit folgendem Titel: Ich werde jetzt jeden deutschen Türken auslöschen, egal wer. Der Terrorforscher Florian Hartlepp ist dieser Tage Gastdozent an der Polizeihochschule Sachsen-Anhalt. Er hat ein weltweit publiziertes Standardwerk über diese Art von Attentaten geschrieben. Hartlepp ist sehr irritiert darüber, dass im Falle Halle von einer neuen Täterart gesprochen wird. Es gab aber diesen Tätertypus auch in Deutschland schon, mit dem David Zonbuli, der am 22. Juli 2016 in München 9 Menschen mit Migrationshintergrund ermordet hat. Der Täter war ähnlich, sozial isoliert, vernetzt auf einer Spieleplattform, auch stark mit der Spielesprache, auch mit dem Ziel, die Opfer zu verhöhnen und auch mit der langen Planung, mit einer Waffenbesorgung über das Darknet und eben auch mit dem Vorbild Breivik. Der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik, der in Norwegen 2011 77 Menschen tötete, ist das Vorbild für diese Art von Tätern. Er löste durch sein Codes Manifest etliche Nachahmungstaten wie München und Halle aus. Der Münchner Täter Zonbuli beging seine Anschläge am selben Datum wie Breivik am 22. Juli. Trotz des klaren rechtsextremen Motivs des Täters von München wollte die bayerische Staatsregierung jahrelang von Rechtsterrorismus nichts wissen. Innenminister Herrmann sagte damals, jeder müsse selbst entscheiden, wie er das einordnen wolle. Es ist natürlich fatal, wenn hier alle Kriterien eines Rechtsterroristen, der als Einzeltäter gehandelt hat, erfüllt sind und man dann davon spricht, dass es eine unpolitische Tat war. Deswegen ist es natürlich im Grunde auch eine gewisse Bankrotterklärung, die man hier abgeliefert hat. Diese Bankrotterklärung besteht aus einer ganzen Reihe von Fehlern. Die Einstufung als unpolitischer Einzeltäter führte dazu, dass das internationale rechtsextreme Netzwerk, das Zonbuli umgab, nicht weiter ausermittelt wurde. Mit tödlichen Folgen. Ein Gesinnungsgenosse und enger Chatpartner von Zonbuli, auf den es klare Hinweise und Zeugenaussagen als möglichen Attentäter gab, verübte Monate später eine Nachahmungstat in den USA und tötete 2 Menschen. Erst dann fingen die deutschen Behörden an, das virtuelle Netzwerk zu untersuchen. Doch wichtige Zeugenaussagen werden zwischen den Ermittlungsbehörden nicht weitergegeben. Das bis heute gültige LKA-Gutachten über den Münchner Attentäter hat schwerwiegende Fehler. Ein Abschlussbericht liegt über 3 Jahre nach der Tat immer noch nicht vor. Jetzt sollte eigentlich diese Erkenntnis reifen, dass es eben keine Zäsur war. Die Zäsur war München und nicht Halle im Einzeltäter-Terrorismus von rechts. Halle ist also nur eine Fortsetzung von München. Doch aufgrund der fehlerhaften Ermittlungen zu diesem Attentat flossen lange keine konkreten Erkenntnisse in die praktische Polizeiarbeit und Personalplanung ein. Es gibt eine Studie, die geht davon aus, dass nicht mal 1% des Personals der Sicherheitsbehörden für Netzthemen zuständig sind. Was soll ich Ihnen dazu sagen? Was will man in einem Raum machen, wo die Menschen mehr Zeit verbringen, alle Altersstufen, als im physischen Raum selbst? Wo man nicht mal 1% des Personals hat. In anderen Ländern sind das ganz andere Quoten, wo die Polizei für zuständig ist, ne? Oder die Sicherheitsbehörden. Und ja, wir müssen darüber diskutieren. Bundesinnenminister Seehofer, einst als bayerischer Ministerpräsident mitverantwortlich für die fehlerhafte Einstufung der Tat von München, scheint nun für die Problemlage sensibilisiert zu sein. Wir brauchen neue Konzeptionen, um an dieses schwierige Täterklientel heranzukommen. Aber wichtig bleibt die Prävention und bleiben die Maßnahmen, um solche frustrierten Menschen wieder in die normale Spur zurückzubekommen. Doch einige Vorschläge wirken veraltet. Bekannte rechtsextreme Gefährder sollen stärker überwacht werden. Aber dem internationalen virtuellen Terrorismus wird man mit diesen Methoden nicht gerecht. Es braucht offenbar neue Ansätze. Und zu genau diesen forscht Miro Dietrich seit 4 Jahren im Auftrag der Amadeo Antonio Stiftung. Er recherchiert in den rechten Chaträumen, den sogenannten Boards, wo auch Stefan B. war.
Das zeigt einfach, dass wie falsch es ist, ihn hier als Einzeltäter zu bezeichnen, auch wenn er hier alleine gehandelt hat. Radikalisiert wurde er in diesen Boards. In diesen Boards wird sich ausgetauscht, welche Waffen man am besten benutzt, welche Ziele man angreift. Die Leute stacheln sich gegenseitig dazu an. Wir haben es ja also mit internationalem Terrorismus zu tun. Immerhin, der Generalbundesanwalt ermittelt im Fall Stefan B. nun wegen Terrorismus. Doch bisher wurden im Internet radikalisierte rechte Täter, wie in München, nicht als Terroristen eingestuft. Ganz anders als im Bereich Islamismus. Wenn ein Islamist mit dem IS geskypt hat, dann zählt das als internationaler Terror. Wenn die Leute aber hier in diesen Plattformen sich radikalisiert haben, dann zählt das nicht. Aber Terror funktioniert 2019 nicht mehr so, wie wir das kannten, dass das irgendwie fest organisierte Gruppen sind, sondern das ist eben eine lose Organisation. Und um dieser neuen Art des Terrorismus zu begegnen, braucht es auch eine neue Art von Polizisten. Diese müssen, um als verdeckte Ermittler in der Szene zu operieren, die Sprache, die Codes und den makabren Humor der Attentatssympathisanten verstehen, beherrschen und einschätzen können. Man muss den Erlebnisraum ausloten und das kann man meines Erachtens nur, wenn man eben 18- bis 25-jährige internetaffine, spieleaffine junge Menschen ansetzt, die eben auch genau diese Sprache verstehen und die sich hier auch reindenken können. Denn wir haben es ja mit einer Herausforderung zu tun, nämlich mit Tätertypen, die hier 16 bis 18 Stunden jeden Tag vor dem Computer sitzen. Und wenn wir dann Ermittler haben mit 50, 60 Jahren, die eben gelegentlich mal sich im Internet schlau machen, dann ist man hier nicht auf Augenhöhe. Um junge Menschen, die sich viel im Netz aufhalten, vor einem Abdriften in virtuelle rechte Chatrooms zu schützen, muss auch die Spieleindustrie in die Pflicht genommen werden. Bisher ist diese von Gesetzgebungen ausgenommen und muss Hasskommentare nicht melden. Wenn es uns darum geht, auch Generationen vor Extremismus zu schützen und vor diesen Meinungen, dann müssen wir da ansetzen, wo die unterwegs sind. Und das ist in den Spielen. Wie kann es sein, dass in Online-Spielen, die massiv Geld einnehmen, es keine verpflichtende Meldefunktion gibt? Stefan B. war einer, der in diese Spiele und Hassforen abdriftete. Er radikalisierte sich unbemerkt in einem virtuellen Raum, der schon längst unter Beobachtung hätte stehen können.